Willkommen zurück zu Zelda A Link to the Past. Im letzten Part habe ich den Boss Lanmoras besiegt, auch mit einem kleinen Fey und das zweite Amulett errungen. Und jetzt, ich bin immer noch zwar nervös, aber habe jetzt einen kleinen Bereich betreten, eine kleine Höhle. Die Prüfung in der Wüste hat dich stärker gemacht. In dir fließt sicher Heldenblut. Ah. Ich gucke noch, ob es hier irgendwo ein Geheimgang ist. Ah, das sieht nach einem Geheimgang aus. Genau, nach einem kleinen Extra. Also sprengen wir das mal auf. Okay. Oh, eine Truhe. Und darin. Oh, noch ein Herzteil, lol. Die finde ich jetzt irgendwie wie Sand am Meer in diesem LP, komischerweise. Naja. Dann verlasse ich mal diese Höhle wieder. Ich hatte eher gedacht, es wäre noch eine Feenquelle, um hier mich zu heilen, aber egal. Oh, da ist ein Stein, da komme ich wohl erst später hin. Naja. In dem Part wird es eh ein bisschen hier, vielleicht hier so langweilig zugehen, aber egal. Das ist nämlich auch wichtig, nämlich für den Weg zum nächsten Dungeon. Zwar nicht wirklich, aber trotzdem will ich mich ein bisschen drauf vorbereiten. Das ist nämlich für den späteren Spielverlauf vielleicht auch sehr wichtig sogar. Okay, diese blöde Krähe werde ich mal hier die Leviten lesen. Gut. Dank den Krafthandschuh darf ich jetzt hier auch hier stärkere Steine auch heben. Ja. Oh. Was ist das? Durchsuche die Höhlen östlich des Hylia-Sees. Dort gibt es einige Seltenheiten zu finden. Ja? Wie den Altstab zum Beispiel. Den habe ich ja bereits gefunden, Kumpel. Gut. Aber ich kann mich trotzdem mal am Diebesgut bereichern. 626 Rubine. Not bad. Gut. Ja, jetzt passiert das, wenn ich das Schild rausnehme und der sagt, warum nur? Warum? Gut. Mit dem kann ich zwar hier keine Dungeons oder so betreten oder Höhlen, aber dafür kann ich hier... Oh, habe ich jetzt abgewehrt. Wüste der Geheimnisse. Achtung, Bomben. Okay. Also, wo hüpft der Hase raus? Wurde ich jetzt unnötig getroffen? Gut, nimm es, du Halsabschneider. Okay. Das passiert also, wenn man den Hasen im Weg abschneidet, wenn er sich nicht mehr im Gras verstecken kann. Auch nicht schlecht. Aha, diese scheiß Bogenschützen, die können manchmal einem den letzten Nerven... Oh, eine Höhle. Gut, dass ich noch mit den Bomben ausgestattet bin. Also, die ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Lol. Oh, noch eine Feenquelle. Also, ich habe irgendwie jetzt das Talent dafür, die ganzen Feenquellen zu finden. Weiß der Geier warum. Oh Mann. Okay. Für das, was ich jetzt vorhabe, muss ich nämlich nochmal kurz zum Magieladen gehen. Gut, den Ritter bin ich jetzt schon mal los. Aber die Bogenschützen werden wieder nervig, das sage ich euch. Gut. Geht's jetzt erstmal schön nach oben. Gut, den betäube ich jetzt erstmal schon. Na toll, hinterrücks mit dem Pfeil attackiert. Naja, da habe ich selber nicht aufgepasst, also ist der Treffer gerechtfertigt. Gut, und dank den Handschuhen kann ich jetzt auch schneller hier durch. Ja, vorbei am Magielan. Na, den Schleimgegner werde ich jetzt hier erstmal nochmal schön eine überziehen und dann geht's hier weiter. Gut, dann kann ich jetzt den Stein nämlich heben. Und da weiter. Gut, die kann ich nur mit Hilfe der Pegasus-Stiefel hier vernichten, indem ich hier Anlauf nehme.
Auch nicht schlecht. Gut, und dem war hier ein Herz. Gehe ich mal weiter. Ja, da hätte ich besser aufpassen müssen. Gut, dass der Schild mir geholfen hat. Gut. Au. Weil da kann ich erst nur rein, sage ich euch gleich, das ist nämlich ein besonderer Wasserfall. Dort kann ich nämlich ein paar meiner Items nämlich aufbessern. Und dafür muss ich jetzt hier zum Zora-Wasserfall. Gut, hier bin ich leider falsch. Kann ich euch gleich zeigen, warum. Ja. Und so schnell rennen wie am Land kann ich dann durch die Pegasus-Stiefel hier im Wasser nicht. Dann bin ich etwas langsamer, aber... Gut. Mache ich mal die Wirbelattacke und... werde ich erstmal den Zora hier los. Da sind die mir in Ocarina of Time und Majora's Mask noch lieber. Da sind die wenigstens friedlebend. Und nicht so aggressiv wie hier. Okay, ich habe ja auch keine Feen mehr, scheiße. Jetzt darf ich mir nur kein Game Over erlauben. Okay, das war skillig ausgewichen. Okay, nur noch 3 Herzen, das ist nicht gut. Ich muss hier unten lang. Gut, dass die nach einem kurzen Schwertschlag immer betäubt werden. Aber wie ich den Einnehmen erledigt habe, das war auch nur lol. Okay, wie viel kosten mich jetzt die Flossen? Ja, hier kriege ich Schwimmflossen. Hoho, willst du was von mir? Ich möchte Schwimmflossen. Hohoho, ich habe nichts zu verschenken. Schwimmflossen kosten 500 Rubine das Paar. Willst du sie haben? Natürlich zahle ich 500. Hohoho, hier deine Flossen. Außerdem gestatte ich dir, Zoras Wasserwege zu benutzen. Alle Seen und Flüsse sind miteinander verbunden. Tauch in die Sprudel ein. Wo du allerdings dann landest, musst du herausfinden. Du hast Zoras Flossen gekauft. Mit diesen kannst du sogar in tiefen Gewässern schwimmen. Das ist sehr gut. Sieht man jetzt. Kann ich jetzt sogar die Wasserfälle runterhopsen. Gut. Gehe ich hier lang, weil da habe ich eben noch ein Herzteil gesehen. Gut, noch eins und dann habe ich ein weiteres Herz. Und das war mal eine gute Abkürzung. Gut. Ich glaube, ja, hier war's. Das sieht man ja auch an dem kleinen, größeren Wasser, das hier rausläuft. Gut. Wunder, Wunder. Wirf hinein und Wunder werden geschehen. Wirst du es tun? Ich werfe etwas und... ja? Ich werde erstmal meinen Boomerang reinwerfen. Hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich. Das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Du hast den Zauberboomerang. Er lässt sich schneller werfen und reicht weiter. Gut, den besseren Boomerang habe ich jetzt. Der fliegt jetzt auch weiter. Das kann ich jetzt noch einmal machen. Ja, ich werfe etwas. Und das wird mein Schild sein. Den muss ich nämlich auch verbessern. Hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich. Bla bla bla. Ja. Nur wundert mich, dass du das auch so hinnimmst. Naja. Dein Schild wurde stärker. Jetzt schützt es dich sogar gegen Feuerbälle. Das ist sehr gut. Vor allem gegen die Zoras wird das sehr hilfreich sein. Wenn ich hier am Land rumlaufe. Kann ich ja gleich mal zeigen. Ah, ich gehe gleich mal... Oh!
Das war nochmal knapp. Jetzt habe ich echt Panik. Dann bin ich ganz ehrlich, Leute. Jetzt darf ich mich nur nicht mehr treffen lassen. Schnell, Link, geh an Land! Oh Mann, jetzt brauche ich echt ein Herz. War jetzt noch nie so in Panik. Das wird jetzt ein Epic Fail werden. Zwar ein 20, aber jetzt spiele ich lieber mal vorsichtig. Naja, wenigstens ist der neue Boomerang zu was nütze. Oh Mann. War wenigstens ein Herz. Aber das macht den Kohl auch noch nicht fett. Gut. Jetzt noch hier zurück zum Magilan und mir dort eine Gratisprobe des Elixiers holen, des Roten. Heilige Scheiße, ey. Und ich habe 6 Rubine zu wenig hier für das blaue Elixier. Naja. Was nicht wird, kann ja noch werden. Oder was nicht ist, kann ja noch werden. Gut. Dann habe ich das auch schon mal erledigt. Gut, dann muss ich jetzt noch zum nächsten Dungeon und der befindet sich... Ah, zum Todesberg muss ich jetzt. Genau. Aber vorher fange ich mir noch eine Fee an. Hier müsste es, glaube ich, Feen geben. Wenn ich richtig liege. Nee, leider nicht. Schade. Naja. Gut, dann gehe ich jetzt schon mal in Richtung des nächsten Dungeons. Genau. Ich brauche hier bessere Handschuhe, um da ranzukommen. Naja, den Weg zeige ich später. Was man hier beim Friedhof machen kann. Vor allem, was es mit dem Grab auf sich hat, werde ich erst, glaube ich, nicht genau später zeigen. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Au. Naja. Rubinkäfer, das war auch nett. Gut, ich gehe jetzt hier noch hoch, genau. Ich glaube, ja, ich weiß, wo ich lang muss. Nope, da war es nicht. Ah! Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Na klar. Das sind ja immer herzensgut und helfen den Leuten. Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts entlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns. Aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Ah, da der Mann mich begleitet, kann ich auch nicht so schnell mit dem Pegasus stiefeln. Ah, nach rechts? Ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Arganim versucht durch die Entführung der Mädchen die Nachfahren der Sieben Weide, sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Ja. Das hatte Zelda ja auch schon im Grunde erklärt. Und auch der Priester, glaube ich, ja.
Gut. Habe ich es wenigstens hier schon mal zum Berg geschafft. Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Noch etwas, falls du in einen magischen Teleporter gerätst, dann schaue in diesen Spiegel. Du hast den Zauberspiegel. Er ist klar, blau und schön. Aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Gut, dann gehe ich zur Sicherheit auch mal rein, vor allem wegen der Geröll-Lawine. Der hinterhältige Zauberer hat den König arglistig getäuscht. Er versucht nun mittels Magie den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Ein grauenvoller Gedanke, wenn ihm das gelingt. Im Turm auf dem Berg befindet sich die sagenhafte Mondperle. Finde sie auf jeden Fall. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist dir Erholung zu verschaffen. Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Ah, danke. Und wie es im nächsten Part weitergeht und ob ich dann den Dungeon erreiche, das erfahrt ihr dann auch dort. Denn jetzt gibt's einen Cut. Bis dann.